Und willkommen zurück zu Oil Truck Simulator 2. Nun im 97. Auftrag und nun in einer Bugs Fixes Version der Version 4.6.1. Nun, wo ein paar Bugs Fixes behoben worden sind. Also, nun geht's auf zum Schlafen da vorne und dann geht es weiter mit einem neuen Auftrag. Ja, und dann schauen wir gleich mal nach, was es so für tolle Aufträge gibt oder nicht so tolle. Mal schauen, Napoli. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht, die Reise. Was ist das denn? Achso, das ist im Going East-Bereich. Da waren wir höchstwahrscheinlich schon. Ja. Bratislava. Sirte. Ne, in Sirte waren wir noch nicht. Ja, Fakt. Ja, Fakt ist, dass wir in Sirte in Libyen noch nicht waren, scheinbar. Dann geht es jetzt hier rüber nach Puglia. Und dort wird Benghazi angesteuert und dann geht es hinüber. Und es ist vom Aldi-Markt. Ja, und den Auftrag nehmen wir da mal an. Erbsen 21 Tonnen vom Aldi-Markt zum Discounter, also zu Fairkamp in Sirte in Libyen. Da waren wir scheinbar noch nicht. Das ist der einzige Ort in Libyen und in Nordafrika, wo wir scheinbar noch nicht waren, denn wird es jetzt mal Zeit. Oh! So, und auf geht es.
So, und dann wird jetzt mal die Stadt hier verlassen. Napoli wird jetzt verlassen, natürlich als allererstes, was man dafür machen muss, natürlich ein bisschen Maut an die Mafia zahlen. Das darf auf keinen Fall fehlen, also ran da. Und dann kann es weitergehen. Ja, und das Ganze geht nach Puglia, wie ich eben gerade gesehen habe. Da sich es ja hierum ebenfalls auf jeden Fall um einen komplett neuen Abschnitt handelt, werde ich es, denke ich mal, auch so machen wie beim letzten Mal. Und bis Puglia wird das Ganze komplett ungeschnitten sein. Das ist vielleicht ganz wichtig. Klar, jetzt wurden ein bisschen wurde auf jeden Fall rausgeschnitten, klar. Bis zu der Mautstelle wurde jetzt zum Beispiel das Ganze komplett rausgeschnitten, die Fahrt vom Aldi-Markt, weil man das dann wiederum schon gesehen hatte. Wobei man ja auch sagen muss, dass man hier momentan auch nichts sehen tut, eh da es ja Nacht ist, aber trotzdem wird das natürlich so in voller Länge jetzt gezeigt. Bis zu dieser Abendstadt. Ab Benghazi dann wieder geschnitten, zumal da es ja eh auf die Landstraße geht. Glaube ich zumindest. Und das wird sowieso wieder eine Zerreißprobe werden. Oh, und der Mark hat eben gerade etwas eingefahren. Tonnen Erbsen, ja, ganz schön schwer der Trailer damit. Ja, jetzt wird es auch langsam heller, da macht das dann auf jeden Fall sehr viel Spaß. Schon, weil man da jetzt einen besseren Überblick auf jeden Fall hat, was hier die Straßenverhältnisse angehen. So, und jetzt kann auch ein bisschen schneller hier gefahren werden. Bis dahin, so wie es aussieht, ist das auch komplett Autobahnnetz. Das ist schon mal der gute Vorteil von Südfrankreich, von Süditalien, nicht Frankreich, dass hier alles weitgehend von Autobahnen umgeben ist. Ja, also ich glaube, Nantes und La Rochelle ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch mit Autobahnanschlüssen versehen. Also dieses Update ist genau für uns, nämlich schön prall mit Autobahnen. So muss das sein. Aber auch die Landstraßen gehören dazu. Das weiß ich natürlich auch. Die werden ja gerade bei mir zur Zerreiß- und Geduldsprobe immer sehr häufig. Ja, aber es klappt schon. Was ich nur sehen muss, die Uncut-Version des letzten Partes ist genau
knapp über 1 GB groß. Ja, und das bedeutet, da kann ich wohl ein bisschen an der Uni bleiben, um es da hochzuladen. Das mache ich am besten an den Mittwoch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das. Nee, diese Woche kommt das nicht mehr. Doch, diese Woche kommt es noch raus. Weil da mal wieder die großen die kleinen Privatfirmen mal wieder meinen, nochmal streiken zu müssen. Als ob es nicht letzte Woche am Dienstag schon gelangt hat. Ich freue mich. Nicht. So, und hier geht es jetzt hoch Richtung Bari. Und wir kennen ja unsere KI, deswegen gehen wir gleich mal sicherheitshalber ganz.